Hi Leute, ganz kurz vielen Dank fürs Feedback vom letzten Video. Ich wusste wirklich nicht, was passiert, wenn ich solche privaten Themen veröffentliche und wusste auch nicht, ob ich es überhaupt hochladen soll. Ich bin sehr froh, dass ich es hochgeladen habe. Vielen Dank dafür. Und ja, in diesem Sinne gehe ich jetzt auch direkt auf eure Wünsche ein und fange an, mehr hinter den Kulissen zu zeigen. Der Kern unseres Geschäftes ist es, Firmen zu helfen, den richtigen 3D-Drucker zu finden, falls 3D-Druck überhaupt für Firma X oder Y lohnenswert ist. Wenn wir aber ermitteln, dass sich 3D-Druck für die jeweilige Firma lohnt, dann können diese die 3D-Drucker über uns erwerben, aber haben auch die Möglichkeit, uns als Partner im Bereich 3D-Druck zu haben. Wenn sich dann 3D-Druck mit unserer Hilfe bei unseren Kunden lohnt, kaufen die dann, wenn alles gut läuft, immer mehr Drucker und Zubehörteile bei uns, wodurch denen ihr Geschäft immer größer wird und ja, meins auch. Das ist der Plan dahinter, der, wie ihr es im letzten Video auch gesehen habt, zum Glück ganz gut aufgegangen ist. Aber jetzt mal konkret, wie läuft es wirklich ab? Wer macht da was? Wenn ich jetzt nicht gerade irgendeinen Sponsor im Video habe, mache ich ja oft Werbung auch für unsere eigene Dienstleistung. Und das ist genau das. Diese Seite haben sicher einige von euch schon öfters gesehen, weil ich die eben in den Videos auch zeige, um darauf aufmerksam zu machen, dass ihr euch, wenn ihr wissen wollt, welcher 3D-Drucker für eure Firma der richtige ist, bei uns für ein Gespräch eintragen könnt. Ich bin jetzt mal kurz der Kunde, der sich denkt, dass sich 3D-Druck lohnen kann, aber noch nicht genau weiß, ob das wirklich so ist oder sich auch einfach fragt, welcher 3D-Drucker jetzt bei dem momentanen Überangebot der richtige ist. Okay, ich bin auf der Seite gelandet, schaue mir das Ganze ein bisschen an und entscheide mich da mal ein Gespräch zu buchen, weil ich als Kunde überzeugt davon bin, von dem, was der Kerl da oben in dem Video spricht. Also da sage ich halt eben, dass man sich eintragen kann und dass wir da gut helfen. So, ich drücke da drauf und es öffnet sich ein Kalender. Dann buche ich da einen Termin zu der Zeit, bei welcher es mir am besten passt. Dann gebe ich hier kurz wenige Infos an und bin erstmal fertig. Ging ruckzuck. Wir nutzen da den Google-Kalender und in dem sehen wir dann, wer sich wann eingetragen hat. So sieht das Ganze ungefähr aus. Dann rufen wir dich auf die Minute genau an unter der Nummer, welche du bei uns bei der Eintragung hinterlegt hast. Dann wirst du vielleicht mit der Asli telefonieren oder vielleicht auch mit der Lilly. Die beiden machen meistens unsere Erstgespräche. In dem Gespräch werden dir gezielte Fragen gestellt, einfach alles, was wir wissen müssen, um dir helfen zu können. Wir haben da jetzt schon echt viel Erfahrung. Das machen wir jetzt schon seit 3 Jahren, haben fast 500 solche Erstgespräche geführt, wissen genau, was wir fragen müssen, wodurch dieses meistens nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauert. Asli und Lilly wissen genau, wie die Rahmenbedingungen sind und können dir dann schon sagen, ob sich 3D-Druck vielleicht für dich lohnen kann oder ob es keineswegs zu dir passt. Wenn es aber grundlegend aussieht, dass 3D-Druck gut für dich ist, dann gehen alle Infos aus dem Erstgespräch in unser Expertenteam. Das besteht derzeit aus dem Steve, dem Thomas und meiner Wenigkeit. Steve betreut mit mir zusammen schon über 200 Firmen im Bereich 3D-Druck und war vor Ampro 3D bei einem großen 3D-Druck-Distributor 5 Jahre technischer Leiter. Thomas hat auch schon einiges im Bereich 3D-Druck hinter sich, war Manager bei einem 3D-Druckhersteller, hat auch ein paar Jahre im technischen Support gearbeitet und ist jetzt auch bei uns, um Firmen eng an die Hand zu nehmen. Und ja, mich kennt ihr ja, bin jetzt auch schon bald seit 10 Jahren im Bereich 3D-Druck. Ich kümmere mich ums große Ganze hier, aber bin natürlich auch noch aktiv am Handeln der Geräte und auch vor allem am direkten Betreuen der Kunden. Aber nun gut, wir haben dann alle Infos aus dem Erstgespräch und schauen die uns im Team zusammen an. Da das wirklich eine gute Struktur bei uns hat, können wir dann genau sagen, welches 3D-Druckverfahren für dich das passende ist, welcher 3D-Drucker der richtige sein wird, aber auch wie viel dein Teil zum Beispiel kostet, welche Herstellkosten du unter Berücksichtigung aller betriebswirtschaftlichen Kennzahlen hast und so weiter. Bis dahin ist übrigens noch alles umsonst für dich, aber wie auch immer. Somit sind wir in der Lage, dir ein individuelles Angebot zu machen, in welchem wir zeigen, welcher 3D-Drucker zu dir passt und wie wir dich dabei unterstützen können, falls du das möchtest. Dieses Paket oder eben Angebot stellen wir dir dann sehr zeitnah nach dem Erstgespräch in einem Strategiegespräch vor. Das läuft meist über einen Videocall ab, wodurch wir dann auch mal den Bildschirm teilen können und uns eben da schon persönlich kennenlernen. Natürlich gehen auch vor Ort Besuche, wir sind da super flexibel. Nach dem Strategiegespräch hast du auf jeden Fall alle Fragen, die du hattest, zu 100% beantwortet und hast mit Begründung vorliegen, warum wir denken, dass Drucker X oder Y der richtige für dich ist. Wenn du auch möchtest, machen wir sogar einen Testdruck für dich mit dem Material und dem Drucker, von welchem wir denken, dass der für dich der passende ist, wodurch du nicht nur alle Infos hast, die du brauchst, sondern auch dein Teil 3D gedruckt, damit du nicht die Katze im Sack kaufen musst.
Für den Kunden ist das alles halt einfach mega smart, denn im Grunde muss er einfach nur kurz telefonisch ein paar wichtige Infos durchgeben und bekommt dann sehr zeitnah alles feinsäuberlichst ausgearbeitet, von uns vorgestellt, von der Wirtschaftlichkeitsberechnung und hat sogar am Ende des Tages, wenn er möchte, ein 3D-gedrucktes Modell von seinem Teil in der Hand. Und auch bis dahin musstest du noch keinen Cent bezahlen. Alles Service von unserer Seite, in welchem wir versuchen, uns von anderen Händlern abzuheben. Wenn du dann sagst, okay gut, 3D-Druck wird sich für mich lohnen, das habe ich jetzt gesehen und mein Teil sieht 3D-gedruckt auch super gut aus, dann kannst du, wenn du möchtest, ja, die Geräte und auch alles weitere bei uns erwerben. Auch kostenlos. Spaß. Die Geräte können wir dir leider nicht schenken, aber die Geräte kosten bei uns auch nicht mehr als beim Wettbewerb. Also um offen zu sprechen, die Vorarbeit kostet uns ja in einer gewissen Art und Weise auch Ressourcen und auch Geld. Und da bekomme ich öfters und auch berechtigt die Frage, wie holt ihr die Kosten wieder rein? Diese lagern wir nicht auf die Geräte oder auf Sonstiges um. Das Konzept ist wirklich, mit dem Kunden eine Bindung aufzubauen, auch zu schauen, dass es im Nachgang beim Kunden läuft, wodurch diese dann ja in den meisten Fällen natürlich dann auch einfach bei uns bleiben, wodurch der Gedanke einfach wirklich ein langfristiger ist und ja, der Plan geht auch ganz gut auf. So, wie geht's aber ab da weiter? Was heißt, wir kümmern uns im Nachgang um unsere Kunden und schauen, dass es bei denen im Nachgang läuft? Das ist super individuell. Da haben wir verschiedene Paketbausteine, welche wir flexibel auf den Kundenwunsch anpassen können. Das ist auch von Drucker zu Drucker unterschiedlich, aber meistens sind es Kombinationen aus Videolernplattformen, 1-zu-1-Calls oder auch Vor-Ort-Besuche für individuelle Schulungen. Grundlegend untermauern wir alle unsere Supportpakete mit speziellen E-Mail, aber auch WhatsApp-Service. Das heißt, ihr könnt nicht nur bei Problemfällen, sondern auch bei ganz normalen Fragen einfach schreiben und wir versprechen eine Antwortzeit unter 24 Stunden unter dem Werktagen, was auch eins unserer Alleinstellungsmerkmale ist. Also ob es eine E-Mail ist, welche du uns schreibst, weil du gerade eine Herausforderung hast oder vielleicht auch einfach ein Bild in WhatsApp schickst und eine Voicemail dahinter und fragst, würdest du das Teil so oder so ausrichten? Völlig egal wie, du hast in weniger als einem Tag eine ausführliche Antwort von uns, egal welches Anliegen du hast. Durch solche Angebote sorgen wir einfach dafür, dass jeder Kunde uns als Team im Rücken hat, wodurch die 3D-Drucker einfach maximal wirtschaftlich laufen oder Herausforderungen schnell behoben sind, sollten doch mal welche auftauchen. Das ist grundlegend für jeden cool, der 3D-Druck gewerblich nutzt, ob es die Ein-Mann-Armee in der Garage ist oder der Weltkonzern mit tausenden Mitarbeitern. 3D-Druck ist nun mal eine neue Technologie, welche jetzt noch nicht alle zu 100% beherrschen, aber dafür gibt es dann uns, wir machen seit Jahren den ganzen Tag nichts anderes. Und eine Sache ist da noch ganz wichtig, nämlich die Anja. Die ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin bei uns, war davor Werksleitung bei einem großen Werkzeughersteller und ist somit die perfekte Person, wenn es um interne Prozesse geht. Anja sorgt auch dafür, dass wir 3D-Druck-Nerds von den unternehmerischen Strukturen her unsere Kunden optimal betreuen, sodass alles seine Ordnung hat und kein Chaos entsteht. Das ist eben grob gesagt ihr Job. Quasi ist Anja die große Schwester, die auch nochmal als oberstes Bindeglied zwischen uns und dir als Kunde steht. Jeder, der uns als Partner hat, wird auch die Anja persönlich kennenlernen, um einfach ja, der Betreuung von der Basis her nochmal das gewisse i-Tüpfelchen zu geben. Dann haben wir noch Leute, welche mich im Bereich Social Media unterstützen, aber da mache ich nochmal ein extra Video. Ich glaube, das Video ist zum einen natürlich für euch jetzt mal cool, weil ihr Einblicke hinter den Kulissen bekommt, aber auch irgendwo für uns gut, weil ja viele und zum Teil auch berechtigt Angst haben, sich im Internet irgendwo einzutragen, weil man ja dann doch nie genau weiß, was passiert dann genau. Und falls vielleicht auch du jetzt für deine Firma mal Beratung von uns im Bereich 3D-Druck möchtest oder einfach ein Gerät bei uns erwerben möchtest, weißt du jetzt genau, was bei uns abgeht. Ich denke, mehr Transparenz geht nicht. Unter dem Video findest du natürlich die Seite, wo du dich eintragen kannst. Ich freue mich, dich kennenzulernen. So, und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Schaut mal, da mache ich jetzt ein kleines Gewinnspiel draus. Das, was ich jetzt hier in dem Video gezeigt habe, war alles in dem Bereich hier. Aber was ist damit mit dieser großen Halle? Nein, da werden keine 3D-Drucker gelagert, welche wir verkaufen. Eines der nächsten Videos ist ein Hinter-den-Kulissen-Video, in welchem ich darauf eingehe und euch zeige, was wir da Großes vorhaben. Jetzt schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, was da drin bald passiert. Ich schnappe mir dann einen, der das Richtige geschrieben hat und schenke ihm einen 100-Euro-Gutschein für unseren Online-Shop. Den Gewinner erwähne ich auch dann in dem Video, in welchem ich das alles aufdecke. Gut, Freunde, dann wieder mal danke fürs Zuschauen und auch nochmal danke für all die lieben Kommentare und für all den Zuspruch vom letzten Video. Hat mich wirklich, wirklich berührt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.